Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Angespielt im Freispiel. Wir haben mal wieder ein Spiel ausprobiert. Und zwar in diversen Partien, das haben wir intensiv ausprobiert. Es ist Little Town aus dem Hause Yellow für 2 bis 4 Spieler. Spielt sich so in 30 bis 45 Minuten runter. Funktioniert interessanterweise tatsächlich in jeder Besetzung. Das ist einer von den Titeln, wo 2 bis 4 draufsteht und auch 2 bis 4 drinsteckt. Das finden wir klasse. Und jetzt wollen wir euch kurz erzählen, wie das ganze Ding funktioniert. Entweder seht ihr das als Regelerklärvideo, wahrscheinlich wird es dafür nicht reichen, aber falls ihr euch für das Spiel interessiert, kann ich euch vielleicht ein bisschen helfen bei der Entscheidung, ob das was für euch wäre. Little Town, der Name sagt es ja, das geht hier um eine kleine Stadt, ein kleines Dorf, das wir errichten. Das besteht hier aus so Häusern. Und jeder Spieler hat davon eine bestimmte Anzahl. Jeder Spieler hat eine bestimmte Anzahl Arbeiter zur Verfügung. Sehr schöne Custom Meeples. Das hängt von der Spielerzahl ab, wie viele Arbeiter und wie viele Gebäude jeder Spieler zur Verfügung hat. Je weniger Leute mitspielen, desto mehr Zeug habe ich, damit wir das Brett auch vollkriegen. In jeder Partie gibt es hier eine mehr oder weniger beliebige Auslage von 12 Gebäuden, die wir im Laufe der Partie irgendwie auf den Spielplan kriegen. Zudem gibt es diese Weizenfelder, davon sind immer 5 Stück in jeder Partie vorhanden. Das Ganze spielt sich über 4 Runden, hier ist ein Rundenzähler, wir sind jetzt in Runde 1 und ich betätige mich einfach mal als Startspieler. Was muss ich denn machen? Um Gebäude oder auch Felder zu errichten, muss ich Kosten bezahlen. Die seht ihr immer hier oben links. Das können unterschiedliche Rohstoffe sein oder wie in diesem Fall Münzen. Wenn ich diese Kosten entrichten kann, dann kann ich mir das entsprechende Plättchen nehmen, lege das hier hin und markiere mit meinem Gebäude, dass das mein Gebäude ist oder in dem Fall mein Springbrunnen. Genau, und am runden Ende wollen wir diese ganzen Kollegen, die ich hier habe, 4 sind das jetzt in einer 3-Personen-Partie, die wollen was essen. Zu essen gibt es entweder Weizen, da kann man wahrscheinlich Brot draus backen. Dann hier das Blaue, das werden Fische sein, die kriegt man nämlich hier aus diesen Tümpeln, auch die können die Kollegen aufessen. Und zur Not, wenn ich für meine 4 Leute nicht genug zu essen habe, kann ich für jeden, der nichts zu essen hat, eine Münze bezahlen, also irgendwie was zu essen kaufen. Und dann sind die ernährt. Sollte ich einen Arbeiter nicht ernähren können, ist das nicht so schlimm, weil der nicht verhungert, der stirbt nicht und steht mir nicht mehr zur Verfügung. Es kostet mich aber massiv Siegpunkte. Ich glaube, es sind 5 Siegpunkte pro Arbeiter, den ich nicht ernähren kann. Und das kann einen schon das Spiel kosten. Das heißt, ich muss an diese Ressourcen rankommen. Zudem gibt es 2 weitere Ressourcen. Holz, die gibt es hier im Wald. Und Steine, die kann man sich da im Gebirge holen. Da haben wir wohl irgendwie einen Steinbruch. Da klopfen wir dann Steine, mit denen wir Gebäude bauen können. So. Jetzt bin ich am Zug, ich habe 4 Arbeiter zur Verfügung und in jeder Runde setze ich einen Arbeiter ein. Entweder kann ich den hier auf den Bauplatz setzen, entsprechende Kosten bezahlen und eine Hütte bauen. Jetzt habe ich natürlich irgendwie noch keine Ressourcen, kann das daher nicht machen. Und nehme daher die 2. Variante, ich setze den auf den Spielplan. Sobald ich einen Arbeiter auf den Spielplan setze, schaue ich mir die 9 Felder um ihn herum an und kann die aktivieren. Sind da Ressourcen abgebildet, ne, die sind auf dem Spielplan fest aufgelockt, bekomme ich einfach die Ressourcen, also in diesem Fall 2 Holz, 1 Fisch und die habe ich jetzt in meinem Vorrat. Jetzt ist hier Spielerin Orange dran, die macht Ähnliches, die organisiert sich hier mal insgesamt 3 Holz und dann hier der lila Kollege, der spielt auch mit, der hätte gern 2 Wasser. Ein Holz. So, jetzt bin ich wieder dran. Ich habe Ressourcen, die kann ich jetzt eben nutzen, um damit Gebäude zu errichten. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich setze hier eine Figur ein, nehme so ein Weizenfeld, bezahle die entsprechenden Kosten und setze das irgendwo hin. Und zwar hier. Zack. So, markiere, dass das meins ist. Das wird gleich wichtig. Und dann ist die nächste Spielerin am Zug. Sagen wir mal, die will hier sich noch mehr Fische und mehr Holz organisieren. Setzt sich dafür dorthin. Wird jetzt diese beiden Ressourcenfelder aktivieren. Kriegt einen Fisch, ein weiteres Holz. Die scheint irgendwie Größeres vorzuhaben mit dem Holz.
Und sie könnte jetzt auch dieses Gebäude aktivieren. Denn alle diese Gebäude haben entweder irgendwie ein Ressourceneinkommen, ein Punkteeinkommen oder aber eine Möglichkeit, Ressourcen ineinander zu vertauschen. Sagen wir mal, sie will jetzt dringend noch hier an dieses Weizen ran, das mir dieses Weizenfeld generiert. Dann nimmt sie sich das einfach, muss mich dafür aber bezahlen. Ja, das heißt, so komme ich an Münzen ran, dass ich anderen Spielern Gebäude errichte, die für sie wiederum attraktiv sind. Das sind die zwei Aktionsmöglichkeiten. Spielfigur auf den Spielplan stellen oder Spielfigur auf den Bauplatz stellen, um was zu bauen. Und je mehr dann hier im Laufe der Partie entsteht, desto komplexer werden logischerweise die Züge, die man tätigen kann. Und jetzt hat hier der Kollege Lila hat da einen Brunnen hingebaut. Guck mal, das habe ich vergessen, da gibt es immer Punkte für. Ne? Wenn ich was baue, dann bekomme ich dafür Siegpunkte. So sieht das jetzt aus. So, und wenn jetzt, nehmen wir wieder Spielerin Orange, die sich da hinsetzt, dann kriegt sie hier 1, 2 Fische. Super, sie steht kurz davor, alle ihre Arbeiter ernähren zu können. Nö, sie ist schon soweit, sie kann alle ernähren. Und kann jetzt diese Dinger hier aktivieren. Vielleicht brauchst du das Weizen für den Bau oder für die nächste Runde. Dafür zahlt sie mir halt nochmal eine Münze. Sie könnte auch darauf verzichten, dann bekommt sie halt das Weizen nicht. Und sie kann, jetzt hat sie nicht genug Münzen. So, hat sie mir nicht bezahlt, will kein Weizen haben. So, jetzt kann sie das Ding hier ebenfalls aktivieren, das eigentlich dem Lila-Spieler gehört. Wenn der sich hier hinsetzt, dann kann er das einfach machen, was da unten drauf steht. In dem Fall eine Münze ausgeben, um sich 3 Punkte zu nehmen. Und sie kann das jetzt natürlich auch machen. Sie bezahlt Spieler Lila dafür, sein Gebäude zu aktivieren, zahlt die Kosten für das Gebäude und erhält dafür diese 3 Siegpunkte. Ja, und so wird das dann natürlich immer komplexer und komplexer, weil man die Reihenfolge, in der man das Zeug aktivieren kann oder aktiviert, die kann man frei entscheiden. Und da haben wir hier jetzt zum Beispiel, jetzt nehmen wir doch nochmal das hier, wo wir mit den Münzen Siegpunkte generieren können. So, habe das Zeug hier gebaut, setze hier meinen Arbeiter rein, bekomme die beiden Rohstoffe, das werde ich gewiss nicht vermeiden wollen und kann jetzt gucken, was ich hier aktiviere. Fangen wir mit diesem Angelteich oder was das ist an, da bekomme ich einfach 2 Fische für. Das ist übrigens relevant, die Ressourcen sind begrenzt, wenn das aus ist, ist das aus. Bekomme diese 2 Fische, kann für dieses Gebäude jederzeit einen Fisch ausgeben, um mir 3 Münzen zu nehmen. Gebe jetzt Spieler Lila eine Münze, um seinen Springbrunnen zu aktivieren, bezahle den Springbrunnen mit einer Münze, das ist wahrscheinlich so ein Wunschbrunnen, ne? Und kann mir dafür diese 3 Siegpunkte nehmen. Und je mehr Gebäude auf dem Spielplan entstehen, desto komplexer wird natürlich die Überlegung, wie kann ich sinnvoll meine Züge machen und wie kann ich sinnvoll verhindern, dass die Gegner stärkere Züge machen als ich. Es gibt ein paar Gebäude, die, ich glaube das hier ist so eins, ne, genau. Die haben hier so eine kleine Uhr abgebildet, das heißt immer mit denen kann ich im Verlauf der Partie nichts anfangen, aber die bewirken am Spielende irgendwie eine bestimmte Anzahl Punkte, das hier macht zum Beispiel generiert, glaube ich, Punkte dafür, dass rundum bebaut ist oder nicht bebaut ist. Müsste ich jetzt nachgucken, da gibt es eine Übersicht für diese Spielende-Geschichten. Das ist am Spielende, ist das Siegpunkte wert für jedes Haus, das rundum gebaut ist. Dann kriege ich diese Burg ganz am Ende hier rein, ist die mir hier 4, 8, 12 Punkte wert. Hat ein anderer Spieler da noch was stehen, gehe ich schon von 12 auf 16 Punkten. Also da ist dann sehr viel zu holen, wenn ich das gezielt irgendwo reingesetzt bekomme, wo viel rundherum gebaut ist. Und das versuchen natürlich meine Mitspieler zu vermeiden, während ich versuche, das hinzubekommen. Genau, das war eigentlich schon das ganze Spiel. Das machen wir über 4 Runden. Jede Runde wird etwas komplexer als die vorhergehenden, weil auf dem Spielplan einfach mehr zu machen ist als vorher. Wenn ich mit meinem Zug irgendwie fertig bin, dann kann ich, jeder Spieler hat hier so, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Auftragskarten wahrscheinlich. Ne? Jetzt ist zum Beispiel hier super Situation, ich setze da den Typen hin, meinetwegen ist das mein Gebäude.
Die beiden gehören anderen Spielern. Ich aktiviere die beiden, bezahle die beiden Spieler dafür, dass ich ihre Gebäude auch aktiviere. Dann kann ich sagen, guck mal hier, jetzt kriege ich 3 Siegpunkte mehr. Also ich bekomme sofort 3 Siegpunkte, weil ich innerhalb eines Zuges 4 Bauwerke mindestens gleichzeitig aktiviert habe. Ja, das sind ganz viele so Sachen, wie besitzen mehr Bauwerke als Arbeiter, bekommen x Ressourcen in einem Zug oder so weiter. Womit man sich dann im Verlauf der Partie nochmal Zusatzsiegpunkte holen kann. Genau, das ist Little Town von Yellow, hat uns richtig gut gefallen und jetzt sage ich euch warum. Weil das entgegen der süßen Schachtelgrafik ein knallhartes Spiel ist. Es kann Partien geben, in der in Runde 1 ich 2 Figuren so falsch einsetze oder meine Mitspieler so falsch einschätze, dass ich letztlich ab Runde 2 keine Chance mehr habe, an die ranzukommen. Also das Ding ist wirklich knallhart. Die Auslage hier von diesen 12 Gebäuden, es sind insgesamt 24 im Spiel, die muss man letzten Endes vor der Partie kurz analysieren, gucken, welche Rohstoffe sind in dieser Partie mehr wert als in der vorherigen Partie, wie komme ich an die Rohstoffe ran, wo ist es wahrscheinlich, dass mir jemand was wegschnappen will, damit ich mich nicht ins Abseits spiele. Ne? Das, wie gesagt, sieht sehr, sehr süß aus, ist aber wirklich knallhart, da steht völlig zu Recht 10 plus drauf als Altersangabe. Das würde ich mit Kindern nicht spielen wollen, weil man Kinder da, glaube ich, sehr schnell frustrieren kann. Genau, Little Town von unserer Seite aus eine klare Empfehlung. Wenn ihr noch Empfehlungen habt für Videos, die wir mal machen sollen, ein Spiel, über das wir euch was erzählen sollen, lasst das unten in den Kommentaren rein. Oder auch natürlich gänzlich anderer Content, ja, wenn ihr wollt, weiß ich nicht, dass wir Interviews mit dem Oberbürgermeister führen, machen wir auch gerne für euch. Wahrscheinlich nicht, aber das... Genau, wir sind da ganz offen für das, was euch interessiert. Lasst uns ein Abo da, dann werdet ihr informiert, wenn neue Videos kommen. Und wir machen weiter mit dem Kurzanerklären von Spielen, die uns sehr gut gefallen haben. Tschüss und viel Spaß mit Spielen!